muss ich sie mal rufen. Ah, gib mir Feier, ha? Kauf dein Feuerzeug. Ich nix, gell? Die ich immer fleißig hier im Schlosshotel. Aber schau, so geht auch. Gute Zigarre. Hast du sie nicht alle? Guten Tag, mein Name ist Jansen. Ich bin der Direktor dieses Hotels. Es könnte alles viel besser laufen, wenn nicht ein neuer Besitzer aufgetreten wäre. Ein Erbe, der meint, alles besser machen zu können. Naja, wir werden ja sehen. Wo verrückt geworden? Hallo, ich bin das Stubenmädchen Ida. Sehr luxuriös ist es nicht in meiner Kammer, aber ich bin auch sehr wenig hier. Die meiste Zeit muss ich im Schloss die Betten machen. Na ja, und wenn ich Zeit habe, dann lese ich gerne Krimis. Sie kennen doch Kommissar Rennox. Plötzlich öffnet sich die Tür, ein Dolch blitzt und eine Grabesstimme ruft. Ida? Ah! Sind Sie Ida? Ja. Lass dich umarmen, mein Kind. Ah! Keine Bewegung! Dicke Zigarren, schnelle Autos. Meine Damen und Herren, glauben Sie nicht, dass bei uns da im Wörthersee, im Schlosshotel, nur Grafen, Millionäre und Blaublütler aussteigen. Bei uns gibt es auch viele Leute, die schon abgestiegen sind. Die haben weniger Geld in der Tasche, wie ich habe am Kopf. Und das will was heißen. Leider, leider ist da was passiert. Stehen Sie doch nicht so rum, holen Sie die Polizei. Ja. Wissen Sie, was der Schmuck wert war? Millionen! Fuerteventura. Mallorca, das können Sie alles vergessen, wenn Sie sehen, was da bei uns am Wörthersee los ist. Mein, ich bin ja nur der Hausdiener Josef im Schlosshotel am Wörthersee. Aber in meinen Blumenbette, da herrscht mehr Ordnung als wie die Hotelbetten vom Chef. Das Schwarze oder das Aprikotfarbene? Für mich das Schwarze, aber für Berger ziehst du am besten eine Baumwollgarnitur an. Hast du eigentlich überhaupt kein Gefühl für Anstand und Sitte? Hab ich, und für Gerechtigkeit. Ich habe kein Dach über dem Kopf und hier steht ein ganzes Haus leer. Das ist doch nur logisch, dass ich mich hier einquartiert habe. Dieses Haus wirst du jetzt räumen. Ja, und wo soll ich dann schlafen? Nur bei mir. Aber Herr Berger, haben Sie denn gar kein Gefühl für Sitte und Anstand? Was hat der Kerl nur, was ich nicht habe? Ich hab's dir schon mal gesagt. Ein Schlosshotel am Wörthersee. Auch ich gehöre zu den Gästen des Schlosshotels am Wörthersee. Angelockt durch schillernde Prominenz, durch schöne Frauen. Und durch Dinge, die die Schönheit deiner Frau unterstreichen, wenn Sie wissen, was ich meine. Können Sie sich vorstellen, dass der grobe Besitzer mich nur eine Nacht in seinem Etablissement dulden wollte? Einen Mann wie mich, elegant, weltgewandt. Sie wollen wissen, warum? Darüber möchte ich nicht sprechen.